Hallo, mein Name ist Linus Siebrecht, ich bin 19 Jahre alt und bin jetzt seit einem Jahr hier Mitglied in der Aviation Academy Austria. Für mich war persönlich schon immer der Traum da, Pilot zu werden. Ich war schon immer fasziniert, wie es denn sein kann, dass ein Flugzeug fliegen kann. Ich war schon immer neidisch auf die ganzen Piloten in der Welt, die jeden Tag aufs Neue die Sonne sehen, jedes Mal wieder die Erde von oben sehen, die binnen 24 Stunden fast einmal komplett um die ganze Erde reisen, eine Nacht in Hongkong verbringen, die nächste wieder zu Hause in Wien schlafen und am nächsten Tag schon, sagen wir mal, in San Francisco sitzen und ja, am nächsten Tag eigentlich auch wieder nach Hause fliegen. Für mich hat das alles hier begonnen vor, wie schon gesagt, vor circa einem Jahr. Ich habe mich informiert dann darüber, wie man denn am besten Pilot werden kann, bin dann darauf gestoßen, dass es heutzutage einfach nicht mehr so einfach ist, dass man sich bei einer Airline bewirbt, dass man die Selektion, also das Auswahlverfahren bei einer Airline besteht und schlussendlich von Anfang an in ein Cockpit von Austrian Airlines oder Lufthansa kommt oder etc., sei es irgendeine andere große Airline in Europa mit Air France und Namen, die Namen sind eh allen bekannt. Aber somit bin ich dann eigentlich in Österreich relativ schnell auf die Aviation Academy Austria gestoßen und mir wurde hier von Anfang an schon eine sehr qualitativ hochwertige Ausbildung angeboten. Ich war immer fasziniert darüber, wie das hier alles abläuft, wie viel Fokus darauf gelegt wird, dass die Flugschule einem Standard entspricht, der auch später, ich sag mal, global anerkannt wird, dass die Academy hier das schafft, uns als, ich sag mal, fertige Piloten besser vermittelt auf der ganzen Welt. Und somit habe ich mich dann relativ schnell entschieden, hier in die Aviation Academy Austria zu gehen und bin jetzt seit einem Jahr hier sehr zufrieden, fühle mich sehr wohl und ich bereue meine Entscheidung, hier hinzugehen, auf keinen Fall.